Hallo, ihr Hübschen. 1000 Fragen an dich selbst. Eine Kooperation mit anderen YouTubern. Ihr könnt unten gucken, wie sie dann geantwortet haben. Wir sind bei Frage 141. In welchen Ländern möchtest du noch reisen? Ach, Ländern. Ja, also das ist Afrika, Amerika, England, Indien, ja, Japan, China, Russland. Also eigentlich könnte man sagen, ich möchte noch gerne in so eine kleine Weltreise machen. Aber das werde ich wohl in diesem Leben und dieses Jahr sowieso nicht mehr schaffen. Aber naja, mal schauen. 143. Wann wärst du am liebsten im Erdboden versunken? Jetzt vielleicht? Ja? 144. Welches Lied macht dir immer gute Laune? Es gibt viele verschiedene Lieder, die mir gute Laune machen. Aber wenn es um so Streitigkeiten und so geht, dann macht mir das Lied Ein bisschen Frieden gute Laune. Ja, so. 145. Wie flexibel bist du? Flexibel so vielleicht? Oder meint ihr die an der Frage vielleicht die Flexibilität der Zeit? Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall so bin ich flexibel. 146. Gibt es eine ungewöhnliche Kombination beim Essen, die du richtig gerne magst? Ja, ich esse gerne süß und sauer und scharf irgendwie zusammen. Also das konnte man ja auch sehen. Kann ich jetzt, also das werde ich nicht verlinken, aber das gibt es ein Video, wo ich Erdbeermarmelade mit Meerrettich gegessen habe. Und ich finde, dieser Geschmack, der war, ja, sehr außergewöhnlich. Vielleicht esse ich das nachher nochmal. 147. Was tust du, wenn du in einer Schlange warten musst? Mir vorstellen, dass die Schlange jetzt zu Ende ist. Und ja, entweder innerlich singen oder mich mit den Leuten, die vor mir stehen oder hinter mir stehen, unterhalten. Oder die ganz tolle Vorstellung ist einfach die Schlange, weil es ist ja ein Wort. Und das kann man auch als richtige Schlange sehen, ja? Stelle ich mir eine richtige Schlange vor und denke mir, sieht doch ganz nett aus, ja, ich habe auch sogar mal eine Schlange schon angefasst, also so eine Würgeschlange. 148. Wo siehst du besser aus? Im Spiegel oder auf Fotos? Ich denke mal gleich, weil ich mich immer gleich schön sehe. 149. Entscheidest du dich eher für weniger Kalorien oder mehr Sport? Beides? Nein, Quatsch. Leute, ich esse gerne und wenn es dann drauf ist, dann ist es drauf und sonst mache ich Sport. 150. Führst du oft Selbstgespräche? Ja, wie man sieht, sehr oft sogar. Guck, ich führe ein Selbstgespräch mit dir, mit der Kamera, wie auch immer. 151. Wofür warst du gerne berühmt? Wofür warst du gerne berühmt? Was ist das für eine Frage? Wofür warst? Oder soll das vielleicht auch, wofür würdest du gerne berühmt? Oder was? Wofür warst du gerne berühmt? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Wofür wärst du gerne berühmt? Oder warst du gerne berühmt? Hä? Berühmt, berüchtigt vielleicht. So. 152. Wie fühlt es sich an, abgewiesen zu werden? Traurig. 153. Wen würdest du gerne besser kennenlernen? Die Diddlemaus? Keine Ahnung, nein. Das lassen wir aus. So. 154. Duftest du immer gut? Also ich habe gerade frisch geduscht. Ja, ich dufte gut. Auch so, denke ich.
Also ich meine, Schweißgeruch, Leute, hallo. Den kann man sehen wie man, und riechen, wie man möchte. Ob es gut riecht oder nicht. 155. Wie viele Bücher liest du pro Jahr? Das kann ich euch so nicht sagen, weil ich immer so viele Bücher gleichzeitig fast anfange zu lesen und es auch immer sehr spannend finde, wenn ich dann das ein oder andere Buch weiterlese und genau weiß, wie die Verhältnisse, also was vorher schon drin stand, also was, ich bin sofort wieder in dem Buch irgendwie drin, wie auch immer, egal welches Buch es ist. Und das macht mir Spaß dann auch beim Lesen, weil so kann ich mal das ein oder andere Buch weglegen. Es ist so wie Fernsehen gucken oder irgendwelche Serien, ja, im Fernsehen oder irgendwelche Sendungen, die dann irgendwie irgendwann weiterlaufen. So mache ich das mit Büchern und freue mich immer darauf, dann das eine und andere Buch weiterzulesen. Aber wie viel das sind im Jahr, kann ich nicht sagen. 156. Googlest du dich selbst? Ja, ich google mich so gerne wieder selbst hin und wieder, oftmals zwischendurch so, ja. Und ich muss mal zwischendurch mal gucken, was es so gibt. Ob ich was Neues gepostet habe. 157. Welches historische Ereignis hättest du gerne mit eigenen Augen gesehen? Den Bau der Pyramide? 158. Könntest du mit deinen Freundinnen zusammenwohnen? Ja, könnte ich. Ich meine, ich habe ja auch schon mal in der WG gewohnt und so. Das sind ja auch dann irgendwie Freundinnen gewesen. Aber ich möchte dazu sagen, das ist mir dann auch doch... Ich könnte damit zusammenwohnen, wenn es wirklich nötig ist und wenn wir zusammenwohnen müssten wegen Wohnungsmangel oder irgendwelchen anderen Mangel. Der ganzen, was weiß ich, was alles gibt. Aber in dieser jetzigen Zustand würde ich mir nicht wünschen, mit meinen Freundinnen zusammenzuwohnen. Es knallt nur. 159. Sprichst du mit Gegenständen? Ja, ich spreche mit meinem Handy. So. 160. Was ist dein größtes Defizit? Dass ich so schnell denke, viel zu schnell denke, manchmal die Worte dann verschlucke dabei beim Denken, also ich meine auch beim Sprechen. Und dass ich immer schnell denke, also dass ich dann immer beim nächsten Thema bin und nochmal. Und dann kommt mir noch eine Inspiration und dann kommt mir noch was und dann will ich das machen und keine Ahnung. Das ist vielleicht mein Defizit oder es könnte auch eine Begabung sein oder ein was Schönes. Also eigentlich könnte ich das auch sagen, das ist kein Defizit, ich finde das eigentlich schön. Aber manche Menschen sehen das irgendwie anders und sagen, ich kann dich nicht verstehen. Wo bist du denn jetzt gelandet? In welcher Geschichte oder in welchem Buch bist du denn schon wieder am Lesen, sozusagen? Ja, so ist das halt. Ja, das war es dann auch wieder. Das waren die 20 nächsten Fragen für diesen 1000 Fragen an dich selbst. Und bis zum nächsten Video. Ich wünsche eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen.